Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Worms on War mit den Griechen und mir, dem Skipion. Ja, wir belagern momentan noch Athen. Eine Runde, dann haben wir's, müssen noch hier Hauptmann Appius erledigen. Und wir gucken mal, ob es wieder Kreta Bogenschützen. Ja, es gibt Kreta Bogenschützen. Ich habe schon überlegt, ob ich hier die Armee ein bisschen ausbaue, um dann halt hier Richtung Griechenland, gegen Thrakien vor zu marschieren. Das wird wohl noch ein bisschen dauern und ja, gucken wir mal. Ich bräuchte auch noch eine kleine Flotte. Eigentlich könnte ich die jetzt hier nehmen, weil ich die ja jetzt nicht mehr brauche. Weil wir ja die Booty vernichtet haben. Erfolgreich. Und was mir so aufgefallen ist, ist, dass die Rebellenstädte hier, Halikarnassos und Apollonia, ganz schön. Und auch Kydonia, mein Gott, warum rekrutieren die denn so viel? Also, das kenne ich gar nicht so, dass die Rebellenstädte quasi, ja, so viel rekrutieren, dass die dann so voll werden. Okay. Dann gucken wir mal weiter. Ich glaube, wir waren soweit fertig, oder? Ja. Dakin kommt an. Handelsrechte, ja, kann man mal machen. Das ging ja fix. Was? Nein. Ah, okay, gut, er war da. Tempel der Athene, ja, lassen. Habe ich jetzt aus Versehen. Oh. Ja, das war die Macht der Gewohnheit. Zack, einfach mal einen Tempel abgerissen. Aha, er hat einen Nussknaben. Aber die Stadt hier ist frei, das ist sehr gut. Da können wir die schnell erobern. Und die Tore sind sogar offen. Das ist gut. Dann holen wir uns die gleich. Ja, hier rekrutiere ich einen Spion. Genau, den wollte ich nämlich haben. Wie sieht's aus? Gibt's nochmal Kreta Bogenschützen? Nein, okay. Was könnte ich hier? Hier könnte ich mal die Mauern bauen. Und hier die Kanalisation. Die Siedlung wächst nämlich nächste Runde. Was können wir hier? Hier ist auch so wachstumsmäßig gut dabei. Dann holen wir mal die Wehrkaserne hier. Oh ja, und hier kann ich jetzt die Bogenschützen fortbilden. Sehr schön. Und den Hafen bitte. Damit wir hier, ja, quasi den Handel auch weiter ausbauen. Jo, hier können wir jetzt alles. Was haben wir denn hier fertiggestellt? Syrakus. Ach, den Tempel der Nike, Stufe 2. Okay. Dann kann ich ja bestimmt hier auch die Bogenschützen nochmal. Ja, sehr schön. Wir haben 4 Einheiten Bogenschützen. Ja. Und 4 Einheiten davon, okay. Ja, dann hole ich mir ja hier die Stadtkaserne. Oder wir haben eigentlich nicht viel Zeit an Runden. Aber 4 sollten drin sein für die Stadtkaserne. Halt, ich habe halt überlegt, weil, ihr seht ja, es steht kurz vorm Wachstum. Wir haben hier 11.472 und wir brauchen 12.000. Sind also wirklich gut dabei. Ist die Frage, okay, die Armee ist fertig. Gut, dann fangen wir jetzt langsam mal an. Holen uns kurz Bilanzora. Illyrien gehört noch, okay. Wie sieht es bei euch aus? Ihr habt immer noch nur das Getenlager, okay. Und vielleicht hätte ich ganz gerne noch da oben Spione. Ich weiß nicht, kann ich irgendwo welche rekrutieren? Ja, mach mal hier einen. Hier hätte ich doch auch einen rekrutiert. Genau, damit ich sehe, was die Karthager machen. Und eigentlich sollte auch einer hier rüber. Das habe ich nämlich nur. Ah, nee, doch, ich habe hier einen mit rüber geholt. Okay. Wow, der hat es bei 48% geschafft. Dann kriegt er nur einen Punkt. Okay, hätte mehr sein können. So, gucken wir mal. Oh. Na, das sieht doch mal nach einer Herausforderung aus. So, die Elefanten sind nicht mehr da. Die haben wir, glaube ich, aufgerieben. Aber wie schön die Karthager sich jetzt hier entwickeln, ne? Nur weil wir mal kurz aufgeräumt haben. Ja. Greifen wir Bilanzora an. Oh, echt, die haben dreimal Kreta Bogen. Oh, ich liebe Kreta Bogenschützen. Meine Rede ist hier zuletzt etwas Erfreuliches, etwas Erschreckendes, etwas
So, ne Rede. Oh, es regnet. Ah, dann hätte ich warten sollen. Jetzt sind weil das Wetter beeinflusst auch so ein bisschen die Bogenschützen. Man kann dann zum Beispiel keine Brandpfeile verschießen. So, sehr schön macht ihr das. Hey, Kreta-Bogenschützen, ihr seht halt schon die höhere Reichweite. So, aber eigentlich sollten das die Phalanx-Einheiten jetzt ganz gut machen, wenn wir da reingehen. Weil ich glaube, er hatte nur Kavallerie, oder? Hat er nur Kav? Nee, hier stehen, glaube ich, Milizhubliten, ne? Ja, da steht eine Einheit Milizhubliten. Was haben wir hier hinten noch? Peltasten. Bei den Göttern. Unsere Gucken wir mal, ob wir die Soldaten Peltasten wurden bekommen. die Mauern sind besetzt. Oh ja, die kommen uns sogar entgegen. Sehr schön. Da sollten wir eigentlich so gut wie nichts verlieren. Sehr gut. Gut. Da haben wir sogar eine Erfahrungsstufe, glaube ich, bekommen, wenn ich das richtig gesehen habe. So, jetzt kommen hier die Milizhubliten. Das ist schön, wenn wir die weggeschossen haben. Der will nämlich unseren General haben. Warum? Okay. Ich muss gerade gucken. Ich habe ja auf dem zweiten Bildschirm sicher, wie die Aufnahme läuft. Und der Bildschirm macht irgendwie so einen kleinen Piepton. Ich hoffe, den hört man nicht in der Aufnahme. Der nervt mich gerade so ein bisschen. So, was haben wir jetzt hier noch? Eine Einheit Peltasten und ein bisschen klein Zeug, okay. Okay. So, dann stellen wir uns mal hier hin. Machen wir die Straße dicht. Mal gucken, ob er ankommt. In die Phalanx, in die Phalanx. Schnell, 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 schnell. Okay, ihr räumt von hinten auf, das ist gut. Aber ihr müsst trotzdem in die Phalanx. Ah, das wird knapp. Was, warum fliegst du denn da? Okay, ich frage lieber nicht nach. Okay, doch, das sieht gut aus. Ihr könnt mal vorrücken. So ein bisschen. Aber in der Phalanx natürlich. Ja, die Hopliten sind dann doch schon die bessere Wahl gewesen als Milizhubliten. Ich hätte es auch mit den Spartiaten machen können, aber. Sehr schön. Ja, ihr könnt ihn jetzt hier aufspießen, bitte. Warum hält der denn so viel aus? Na los, macht ihn fertig. Also, der steht ja schon eine ganze Weile drin, ne? Geht doch. So, und jetzt die Peltasten, das sollte ja. Die sollten einfach so aufgespießt werden, weil die haben nämlich. Was haben die nochmal für eine. Ja, Defensive von 4. Wenn der jetzt seine Pieler werfen kann, normalerweise ist der in. Ach, ja, stimmt, man kann ja im Plänkler-Modus und dann sollte es eigentlich gehen. So, du nimmst mir jetzt die da auseinander. Ja, doch, das haben wir in der Hand. So, jetzt noch die hier. Und dann haben wir Bilanzora eigentlich ohne große Verluste eingenommen. Also ich glaube, wir haben vielleicht 60 Mann verloren.
Ja, gut. Es waren 70, 80. Aber okay. Besetzen, das sind immerhin auch Griechen. Und außerdem haben wir jetzt noch die ja, Bevölkerung, um unsere Einheiten fortzubilden. So, jetzt müssen wir mal gucken. Der soll hier mal endlich seinen Tempel da ausbauen. Habe ich jetzt hier einen Spion rekrutiert? Ja, hier unten, okay. Muss ich dran denken. Agenten vergisst man gerne mal. So, jetzt haben wir ja den Kollegen da. Ich meine, wir haben gepanzerte Hopliten, wir haben Bogenschützen. Wir versuchen es einfach mal. Wenn wir verkacken, ja, dann ist das halt so. Aber eigentlich sehe ich da bei uns die besseren Karten halt einfach, weil wir so eine starke Infanterie haben mit der Bogenschützenunterstützung. Natürlich im Wald jetzt nicht ganz so cool. So, die gepanzerten Hopliten verstärken die Flanken, das ist sehr schön. Bogenschützen raken mir aber zu weit raus. So, mal gucken, was er macht. Wenn er auf uns zukommt, ist okay. Dann können wir ihn wegschießen. Ich gucke erstmal, was er macht. Er kommt auf uns zu, okay. Gerade auf unserer starken Flanke mit den. Ich muss aber aus der Gruppenformation rausgehen. So, wir gehen ihm mal entgegen. Hey, ihr seht schon hier, die Pile haben so gut wie keine Chance gegen uns. Weil wir einfach so gut gepanzert sind. Und jetzt rennt er halt hier gegen unsere Phalanx. Er kämpft halt gegen die. Also, wir gucken nochmal, wie viel Defensive die haben. 22, guter Kampfgeist, gute Ausdauer. Was hat er? Offensive von 14 und weder guten Kampfgeist noch gute Ausdauer. Ich glaube, das reicht sogar, wenn ich mit den zwei Einheiten nur reingehe. Weil sonst steht hier das so offen, das mag ich nicht. Wow, 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 da habe ich nicht aufgepasst. Mein General. Mist. Infanterie unterstützen. Bogenschützen auch. Da müssen wir jetzt helfen. Raus da. Da habe ich echt nicht aufgepasst. Oh, da flieht schon der eine General, okay. Da haben wir auch schon einen General getötet, sehr schön. Jetzt muss ich aber hier helfen. Aber die halten trotzdem echt gut durch. Helft mal hier, bevor die Kavallerie da reinchargt. Na, die ist reingecharged. Das ist halt der General, ich muss jetzt hier noch einen Trupp zu Hilfe schicken. Ja, jetzt kriegt die Phalanx natürlich was ab, aber die andere Phalanx rückt jetzt direkt nach. Wenn die Einheiten fliehen, nicht so schlimm. So. Ja, doch, die räumen jetzt von hinten auf. Das ist sehr gut. Gehen mal wieder in die Phalanx. So, die ver. Ja, wir umzingeln ihn halt recht gut. Weil wir halt ein bisschen breit sind, kann er uns nicht wirklich umzingeln. Und wenn, dann rückt er direkt eine Einheit nach. Das ist halt recht schön gerade. Müssen halt ein bisschen auf seine Kaff achten. Sehr schön, Massenpanik. Unsere gepanzerten Hopliten sind zurückgekommen, das ist sehr gut. Jetzt kommt seine Kaff, die in unsere Phalanx rennt. Das war natürlich glorreich von dir. Ja, er geht halt mit seiner kompletten Kaff gerade da rein. Ich lasse schon wieder meinen General ungeschützt. Ich sehe es. Aber wir haben ja da unsere Bogenschützen. Er kommt, geht halt wirklich mit dem General die ganze Zeit durch.
Aber egal, unsere Bogenschützen sind ja auch nicht schlecht. So, jetzt du Christian, bitte. Los, ihr seid direkt hinter ihm. Los, einfach nur ein paar Mal zustechen. Nee, okay, nee, du verfolgst zu weit. Also verfolgen schön und gut, aber dann nicht ans Ende der Welt. Gerade wenn da die feindliche Armee noch steht. Ich finde es interessant, dass der immer noch so gut gerankt wird. Also ihr seht wohl, dass er da anscheinend noch mit der Armee irgendwie gewinnen kann. Dabei haben wir hier noch 3 volle Einheiten stehen. Okay, jetzt muss ich doch noch eine Einheit dazu ziehen, weil er mich sonst hier... Aber es ist halt das Schöne, wir haben halt die Erfahrung, wie ihr sehen könnt, und die Waffen-Upgrades. Das halt halten die auch länger durch. Wobei unsere sind schon müde. Jetzt sollten die aber doch mal so langsam ankommen. Okay, von der Seite kommen sie jetzt. Okay, wir müssen unsere Verstärkung schicken. Ich bin am Überlegen, ob ich die Bogenschützen auch reinschicke. Aber ich glaube nicht. Okay, ich schick sie doch rein. Hier, die paar Einheiten sollten die eigentlich schaffen. Und du rennst bitte nicht in meine eigene Phalanx. So, hier die Hunde solltest du aufgehalten bekommen. Bogenschützen fliehen, welche denn? Nach die, okay. So, du darfst hier gerne auch mal in den Rücken. Jawohl, sehr schön. Bogenschützen sind zurückgekommen, sehr gut. So, gegen was müssen wir denn da jetzt noch kämpfen? Was haben wir denn da noch? Ist ein bisschen unübersichtlich hier im Wald. Also er hat auf jeden Fall noch einen General. So, Rainer. Ja, jetzt kommt er auch mit seinem General. Los, spieß ihn auf, er ist doch da so schön. Na, oh, er war da doch so schön. Was? Warum ist mein General gestorben? Wie, wodurch denn? Wann, wie? Nein, sag mir nicht, die Hunde haben den... Oh, scheiße. Ich hasse die Hunde. Das glaube ich jetzt nicht. Die Hunde haben den... Ist nicht dein Ernst. Really? Warum? Ja, okay. 1, 2, 3, 4. Okay, alles überlebt. Sehr gut. Ernsthaft, die Hunde haben den bekommen. Habe ich irgendwo noch einen General? Nein. Habe ich natürlich nicht. Ah, doch. Hier habe ich noch eine. 22. Parteiisch. Ist eher der Verwaltungsmensch, ne? Egal, wir können ihn ja trotzdem rüberschicken. Dann schicken wir ihn rüber. Wir haben ja unsere Flotte gerade hier. Mann! Das gibt's doch nicht. Nee, warte, ich hatte hier einen Spion, ne? Ja, dann brauche ich keinen zweiten. Kann ich das Geld lieber hier in die Fortbildung stecken. Nächste Runde. Ah, oh, das ist doch echt doof gelaufen.
Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. So, hast du jetzt mittlerweile deinen Tempel mal ausgebaut? Nein, immer noch nicht. So, und dich schicke ich dann mal hier rüber. Nummer 2 davon. Hier haben wir Nummer 2 Bogenschützen rekrutiert. Ich würde ja gerne Kaff rekrutieren, ne? Aber die ist halt eigentlich nicht so gut, aber okay. Ne, dich kann ich nur in Syrakus fortbilden. Dann gib mir hier auch mal den Schützenplatz. Nachdem du mir einmal den Tempel gebaut hast, schon mal. Ja, komm, hier die Abwasser. Die Kanalisation. Was habe ich denn noch? Larissa, kann mir den Händler bauen, damit wir hier nochmal ein bisschen mehr Geld bekommen? Weil wir geben ja immer ziemlich viel aus in der Runde. Ah, sonst wird überall gebaut. Okay, das ist gut. Wie mache ich das jetzt hier? Wow, was ist da denn drin? Okay. Ja, hier wäre auch gut, wenn wir dann hier Bogenschützen rekrutieren können. Hier haben wir nochmal eine kleine Armee. Die könnten wir mitziehen dann. Dann rekrutiere ich hier schon mal 2 Bauern. Und hier auch und hier auch. Einfach nur wegen der öffentlichen Ordnung. Nächste Runde. Oh, und da kommen... Ah, da habe ich nicht aufgepasst. Okay. Okay, wir haben ja doch eine Armee in Dingen stehen. Alles gut. So, und da wir gerade Bauern rekrutiert haben, kann die Armee auch raus. Oh, da flieht er nämlich schon. Nächste Runde kann ich ihn angreifen. Sehr gut. Stadt weg, Syrakus, ja. Wow, echt, die 4% haben einfach so viel gebracht, okay. Ja, hier haben wir jetzt den Hafen, dann hätte ich hier ganz gerne die Straße. So, hier haben wir jetzt einen neuen General drin, auch sehr gut. Hier nochmal ein bisschen Kaff. Was wollte ich jetzt mit der Flotte? Ach ja, die Flotte wollte ich jetzt hier hinten haben. Baubericht. Genau. Pergamon baut mir den Schützenplatz, genau. Hier die Minen. Ne, warte, die Minen kosten so viel. Erstmal die Straßen. Ich will ja eigentlich in jeder Runde überall was bauen. Ja, Korinth bleibt dann diese Runde mal aus. Habt ihr jetzt... Kannst du jetzt mal den Tempel da ausbauen? Mann, ich kann so viel bauen, aber er baut nicht den Tempel aus. Oder mache ich das jetzt? Pass auf, wir warten jetzt noch 4 Runden, sage ich mal. Weil der Tempel braucht ja nur 2 Runden. Und wenn er dann nicht fertig ist, dann lassen wir es. So, okay, gut. Okay, Leute, aber ich mache jetzt erstmal hier einen Cut und wir sehen uns im nächsten Part. Also dann, haut rein. Ciao.